der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett möchte. Dann lass uns irgendwo hingehen. An irgendeinen Ort auf der Welt, nur wir beide. Was sagst du? Sag ja, Will. Na los. Okay. Mann, gib mir die Schlüssel, ich fahre dich sofort in die Klinik. Ich drehe überhaupt nicht durch. Wenn ich alles, was in meinem Leben gut war, in irgendeinen Beutel oder so werfen könnte und sagen, hey, hier, ich möchte mir gerne noch einen Tag mit meiner Frau kaufen, dann würde ich das tun und würde als glücklicher Mann sterben, auf der Stelle. Wird aber nicht passieren. Also, alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. Aber... weißt du, das ist okay. Wenn ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe, verletzt werde, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Warum auch? Bist ein guter Junge, ein guter Boxer. Aber du hast deine Zukunft noch vor dir. Meine? Da hinten, mit all den anderen an der Wand. Vorbei. Alles Vergangenheit. Das ist kein Quatsch. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber du musst mir vertrauen. Vertrauen? Dir vertrauen? Ja. Oh, ich habe dir vertraut. Und du hast mich verraten. Ich habe dich jeden Tag gesehen, in ihren Augen. Und dich gehört in ihrer Stimme, wenn sie lachte. Und dich gefühlt ganz tief in mir, wenn sie Daddy zu mir sagte. Und du hast mich verraten. Und mir das Herz gebrochen. Ist man hässlich und wird geliebt, weiß man, dass die Liebe echt ist. Ist man schön, weiß man nie, wem man trauen kann. Wieso hast du... Bevor ich Angst hab? Ich hab vor allem Angst. Angst, mich zu bewegen. Angst vorm Atmen. Angst davor, dich anzufassen. Ich darf dich nicht verlieren. Ich würd's nicht überleben. Und du bist daran schuld. Du bist schuld, dass ich dich liebe, dass ich dich an mich rangelassen habe und dann bist du gestorben. So bleibt man am Leben. Wenn es so weh tut, dass man keine Luft mehr bekommt, lernt man zu überleben. Das ist Freund. Ist das Ihr Ernst? Ein Freund ist jemand, für den man alles tun würde. Läuft ihm deine coolsten Sachen, wie Comics und Sammelbilder. Und er hält immer, was er versprochen hat. Vor allem, wenn man darauf spuckt. Spuckt? Mit Spucke schwören heißt, dass man sein Wort hält. Es ist ein Pakt. Das ist super wichtig, weil Freunde, die sagen sich alles. Auch Dinge, von den Eltern nichts wissen. Das würde ich auch gern sagen. Mo, sei froh, dass das alles passiert ist. Du bist von der Ersatzbank wieder ins Spiel zurückgekehrt. Als du überhaupt nicht damit gerechnet hast, hast du merken dürfen, dass dich jemand liebt. Und das heißt, jemand kann dich wieder lieben. Und das bringt dir dein Lächeln zurück. Wenn ich alles, was in meinem Leben gut war, in irgendeinen Beutel oder so werfen könnte und sagen, hey, hier, ich möchte mir gerne noch einen Tag mit meiner Frau kaufen. Dann würde ich das tun und würde als glücklicher Mann sterben, auf der Stelle. Wird aber nicht passieren. Also, alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. Aber, weißt du, das ist okay. Wenn ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe, verletzt werde, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Warum auch? Naja, ich kann dir vielleicht nochmal verzeihen, wenn du mir versprichst, dass es nie wieder passiert. Es wird auch nie wieder passieren und weißt du auch wieso? Weil jetzt Schluss ist mit dieser verdammten Heuchelei. Ich hab satt, dass du aus mir was machen willst, was ich nicht bin. Ich bin erwachsen und ich bin nicht mehr formbar. Charlie, wir werden schon angestarrt. Na, von mir aus? Ihr wisst doch, was ich meine, Jungs. Warum kann eine Frau einen Mann nicht als das sehen, was er ist? Sie will nur sehen, was sie aus ihm machen kann. Hör auf, du blamierst mich. Sehr gut. Vielleicht weißt du jetzt, wie es mir geht. Zukunft. Themen geben, Sachen geben, wo die Leute drüber diskutieren und wofür ich gehatet werde. Aber das sind Dinge, wo ich hinterstehe und wo es mir egal ist, ob Leute mich haten oder so, weil ich so bin, wie ich bin.
auf. Eine Wunde verursacht immer Schmerzen, das ist einfach so. Der Körper hilft sich selbst und lässt die Verletzungen wieder abheilen. Und mit Medizin geht's meistens noch schneller. Mhm. Wirklich gefährlich sind nur Verletzungen des Herzens. Das sind Wunden, die nur langsam heilen und manchmal gar nicht. Wie meinst du das? Eine Verletzung am Körper ist anders als eine am Herzen. Für das Herz gibt es keine Salbe, so wie für eine Wunde am Körper. Und darum heilt es manchmal ein Leben lang nicht. Allein auf die Welt. Man lebt allein. Man stirbt allein. Allein, immer allein. Allein auf dem Weg durch einen Tunnel. Ein Weg, den man mit niemandem teilen kann. Und je älter man wird, desto mehr ist man allein. Mit ein paar Erinnerungen an ein Leben, das sich nach und nach zerstört. Das ist das Gesetz des Lebens. Liebe, Freundschaft, alles Quatsch. Das sind Illusionen, die man versucht aufrechtzuerhalten, um nicht zugeben zu müssen, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen reines Geschäft sind. Wir sprechen von Freundschaft und Liebe, aber aus Berechnung. Es kommt uns gelegen. Die Realität ist käuflich. Deine Mutter liebst du, weil sie dich ernährt und verhindert, dass du stirbst. Deinen Freund liebst du, weil er dir Arbeit verschafft und verhindert, dass du stirbst. Und deine Dicke liebst du, weil sie für dich kocht, mit dir vögelt und dir Kinder in die Welt setzt, die dich beschützen sollen, wenn du alt bist und Angst vor